Hallo Leute und herzlich willkommen zum kleinen, aber feinen Update-Video zu meinem Kanal oder zu dem, was euch jetzt auf meinem Kanal erwarten wird. Eins vorweg, ich lasse das einfach hier im Hintergrund laufen, ich werde dazu nichts kommentieren, ich spiele und gut ist. Also erwartet keine Übersetzung, kein gar nichts, sondern ich lasse einfach Dragon Fable laufen, weil das ursprüngliche Update-Video Hintergrundgedöse war und ich denke, das passt so. Fangen wir an. Ganz einfach. Was könnt ihr erwarten in nächster Zeit? Das erste relativ einfach. Ich werde Urlaub machen. Ich werde ab morgen im Urlaub sein. Das heißt, es werden keine Videos mehr von mir kommen. Ob das jetzt traurig ist oder nicht, das lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber ich werde im Urlaub sein, das heißt, es werden keine neuen Videos kommen. Ich habe mir jetzt nicht nochmal extra die Mühe gemacht, so viel aufzunehmen, dass ich 2 Wochen überbrücken kann. Das heißt, ihr habt Zeit, alte Projekte nachzugucken oder auch nicht, je nachdem, wie ihr da drauf seid. Ich werde in der Zeit meinen Geburtstag eben woanders verbringen. Wenn ich wieder da bin, habe ich schon mal tatsächlich ein komplettes Projekt habe ich aufgenommen. Das können wir dann direkt hochladen. Beziehungsweise ich habe 2 fertig. Blasphemous ist auch schon lange, lange fertig wieder. Der zweite Teil. Da habe ich. Da habe ich 19 Parts, müsste es sein. Das heißt, wir sind noch gut 2 Wochen, wenn ich wieder da bin, mit Blasphemous 2 beschäftigt. Mega Man Battle Network nehme ich immer mehr oder minder aktuell auf, falls es dann Fragen gab oder Tipps, wie auch immer. Also ich weiß nicht, warum ich es aktuell mache. Eigentlich ist das unsinnig, weil wir kommen ja auch kaum Kommentare da drauf. Aber das wäre jetzt wieder eine ganz andere Büchse von Beschwerden meinerseits, die ich jetzt nicht aufmachen will. Dementsprechend lasse ich das auch, weil es ist einfach nicht schön, wenn wir mit sowas anfangen. Wenn das fertig ist, Blasphemous oder theoretisch könnte ja auch Mega Man Battle Network fertig werden, je nachdem. Dann habe ich schon fertig aufgenommen ein Spiel namens Bad Boy. Diejenigen, die vielleicht die Comi-Tested-Reihe angeguckt haben, die wissen, dass ich Bad Boy schon mal gespielt habe. Das heißt, wir sehen ja das gesamte Spiel. Das sind, ich glaube, 8 Parts waren es. Und werde Davy. Ah ja. Interessant. Ohahaha. Okay. Hab's doch kommentiert, aber ist egal. Und wenn das Ganze dann fertig ist, hätte ich noch geplant und schon angekündigt, wir machen einen Herr der Ringe. Um genau zu sein, der Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Das ist ein altes PS2 RPG, was ich tatsächlich sehr unterhaltsam finde. Das werden wir durchspielen. Ist nicht super, super lang, ist aber auch nicht super, super kurz. Also da werden wir noch einige Zeit mit verbringen, denke ich mal. Im Anschluss plane ich. Ich kündige es einfach mal an, dann habt ihr Vorfreude oder vergesst es eh wieder bis dahin. Danach plane ich Lunar Silver Star Story zu spielen. Und danach denke ich, je nachdem, was natürlich dazwischen kommt, kann das auch wieder weiter weggezogen werden, aber danach gedenke ich, Village of Dragoon nochmal neu zu spielen. Das 9 Jahre alte LP nochmal neu aufzufrischen. Denke, das wäre eine schöne Sache. Oder auch nicht. Das kann man sehen, wie man will. Aber ich denke, das ist eine gute Sache.
Irgendwo zwischendrin wird allerdings auch noch Star Ocean das Remake kommen, also Star Ocean 2. Das werde ich noch als LP machen. Das ist versprochen, da wird es den Rainer-Part geben. Und natürlich werde ich irgendwann dann mal mit euch. Oder was heißt irgendwann dann mal? Wir werden dann irgendwann, wenn ich wieder da bin, jeden Sonntag ist es mindestens eine Stunde Final Fantasy 16 haben. Also mindestens. Ich muss gucken, wie die Parts tatsächlich am Ende des Tages immer laufen, um da eine Entscheidung treffen zu können. Aber ich denke, das ist ein guter Kompromiss im Großen und Ganzen. Ansonsten, er hat überhaupt nichts geladen von meinen Sachen. Ich finde das immer toll. Ja, und da ist mein Drache, den ich elendig lange nicht mehr gefüttert habe, weil ich nicht da war. Bin ein guter Besitzer. Das ist so der Plan in nächster Zeit. Ob das ein guter Plan ist, weiß ich nicht, tatsächlich. Kann ich so nicht sagen. Aber das ist der Plan, den ich so im Großen und Ganzen habe. Was es nicht alles gibt hier. Shiny. So, aha. Ich weiß nicht mal, woher ich jetzt so. Ist ja auch egal. Lest das hier und bin schon wieder so am Überlegen, so, aha, ja, cool. Drachen kitzeln. Dann kannst du trotzdem die restlichen Punkte da drin haben. Und ja, das ist so der Grundgedanke für den Kanal. Ich drifte schon wieder ab, ich merke das. Ha. Jedenfalls 2 Wochen lang keine Videos mehr von mir. Dafür, das ist so die ganze Projektliste, die ich gerade so mehr oder minder im Kopf habe, was wir machen werden in Zukunft. Wird sich noch mehr Projekte rausholen, weil das ist immer Teil einer Erinnerung, die ich spontan mache. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Wenn nicht, habt ihr theoretisch Pech, weil ich keine andere Möglichkeit dazu habe. Weil mit mir schreibt ja keiner. Meistens. Auf jeden Fall, das ist der Plan. In 2 Wochen bin ich wieder da und dann werde ich wieder frisch und gestärkt mich wahrscheinlich ans Werk machen, beziehungsweise alte Projekte hochladen. Oder fertige Projekte hochladen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und ja, ich freue mich einfach auf meinen Urlaub. Und mit dem Gedanken werde ich mich jetzt verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Und immer dran denken, Davy Jones lebt unter Wasser, so wie Tommy der Drachenfabelmann.